In einem Hadith bei Tirmidhi, der von Muawiyah überliefert wird und anderen, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem dritten Mal: fa in ada faqtuluh. Beim vierten Mal, wenn er das vierte Mal wieder trinkt, dann droht ihm die Todesstrafe. Das ist in Tirmidhi überliefert, aber jetzt kommt das Interessante. Das ist ein interessanter Punkt. Und deswegen betone ich immer wieder, also ich weiß nicht, ob ihr das gefühlt habt, ich versuche die Leute für etwas zu sensibilisieren. Und zwar der Umgang mit dem Fiqh und mit den Belegen des Fiqh. Jemand liest diesen Hadith irgendwo ein Zitat und verbreitet dann die Nachricht, beim vierten Mal, wenn man verurteilt wird für das Trinken von Alkohol, droht die Todesstrafe. At-Tirmidhi, als er diesen Hadith überliefert, er nennt dann einige Überlieferungswege, wer ihn noch überliefert hat. Irgendwann am Ende sagt er, die Ulama sind sich seit jeher, früher und heute, der Meinung einig, dass dies nicht so ist. Dass dies nicht so ist. Und deswegen, At-Tirmidhi hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Al-Ilal. Und darin hat er beispielsweise über Ahadith gesprochen, einige Ahadith erwähnt, in denen die Fuqaha, die Gelehrten, sich einig sind, dass diese nicht angewandt wurden. Das heißt, weil sie beispielsweise abrogiert worden sind oder weil es andere sind. Und da nannte er unter anderem diesen Hadith. Dieser Hadith, er nannte diesen als Beispiel für einen Text, der nicht angewandt wurde. Deswegen, es ist nicht möglich, wenn man einen Text hier und da mal liest, und noch schlimmer, wenn man es irgendwo in Facebook liest. Manche sehen Facebook und dergleichen als Wissensquellen. Das heißt, sie haben gar keine andere Quelle, aus der sie lernen. Wenn sie was lernen, dann lernen sie es aus irgendwelchen Beiträgen in den sozialen Netzen. Das sind keine Quellen. Das Wissen, besonders der Fiqh, ich benutze dieses Beispiel, man kann das wie ein Puzzle verstehen. Wenn du ein großes Puzzle hast, und du hast hier ein, zwei Teilchen, ist es möglich, dass du ein genaues Bild haben kannst von dem Ganzen? Ist nicht möglich. Du kannst viel rein fantasieren, aber umso weiter dieses Puzzle voller wird, umso mehr Teile dazukommen durch stetige Bildung, durch Zuwachs der Bildung, umso übersichtlicher wird das Bild, umso klarer wird das Bild.